Hi, hier ist euer Matu. Herzlich willkommen bei Mama Krabi. Und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Kralle und den Magger dabei. Hallo. Hallo. Hallo, Matu. So, ihr kennt euch ja super in Pokémon aus, habe ich gehört. Und deswegen spiele ich jetzt ein bisschen online. Ihr guckt zu und stellt fachkundige Fragen. Ja, wir fassen es vielleicht mal kurz zusammen. Matu ist wirklich Fachmann in Sachen Pokémon. Kriegt 10 von 10 Punkten. Kralle läuft so bei 6, 7 vielleicht rum. Und ich kriege eine solide minus 3. Ja. Ich habe aber auch eher Erfahrung damit, Pokémon zu züchten, als mit ihnen zu kämpfen. Klingt komisch. Ja. Also was wir auf jeden Fall machen, wir machen Online-Rangkämpfe. Ich habe heute schon mal 3 geschafft. Ganz frisch am Anfang der Saison bin ich noch. Der Unterschied zwischen Einzelkämpfen und Doppelkämpfen, ganz schnell. Hier haben wir 6 Pokémon, die wir mitnehmen. 3 davon dürfen wir auswählen und hier ist es eins mehr. Aber das werdet ihr gleich auch noch sehen. So, wir wollen unserem Gegner nicht zeigen, was wir hier für ein krasses Team aufgebaut haben. Und du stellst uns jetzt eine bestimmte Strategie vor, habe ich gehört. Ja, genau. Ich habe gerade noch Punkte gewonnen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Genau, ich spiele nämlich ein Trick Room Team heute. Das heißt, genau, eigentlich haben Pokémon Initiativwert. Der ist, der mit dem höchsten Initiativwert fängt an anzugreifen. Ich habe nur langsame Pokémon und Trick Room, beziehungsweise auf Deutsch Bizarro Raum, dreht das um. Das heißt, die langsam fangen an anzugreifen. Ah, okay. Dass deine Pokémon jetzt nicht alle Level 100 sind, spielt das eine Rolle oder ist das egal? Im Online-Kampf ist es egal, welches Level die haben, weil die werden alle auf Level 50 hochgerechnet bzw. runtergerechnet. Das heißt, mein Arcani hat eigentlich auch nur Level 1, weil der schon alle Attacken kann, die er können muss. Und jetzt haben wir hier die Auswahl. Wenn ich auf X drücke, sehe ich auch schon mein gegnerisches Team. Der hat auch sehr viele langsame Pokémon dabei. Der wird auch auf Trick Room gehen und es könnte sogar sein, dass der noch langsamer ist. Aber da fällt mir bestimmt was Cooles ein. Also der ist auf jeden Fall mit am Start. Das heißt, typisch ist es so, dass die langsamen Pokémon zwar härter zuschlagen können, aber immer etwas weiter dran sind. Ja, mein Plan die, ist es jetzt, genau, das Ganze umzudrehen. Genau, man kann die ein bisschen anders trainieren dann, weil man nicht auf Initiative gehen muss, weil man einfach sagen kann, die Geschwindigkeit ist mir egal, ich mache, dass der stärker angreifen kann. Jetzt muss ich einmal überlegen, wer noch so ganz cool geeignet wäre. Der auf jeden Fall, mit dem bin ich eigentlich recht schnell unterwegs. Vielleicht hauen wir doch dann damit einmal feste zu. Ah. Der hat aber auch ähnliche Pokémon wie du dabei, ne? Ja, der ist auch auf Trick Room ausgelegt. Das ist natürlich, könnte schwierig werden. Er hat natürlich auch 2 Feuer-Pokémon dabei, deswegen ist mein Pflanzen-Pokémon eher über. Könnte natürlich auch sein, dass es jetzt... Ist natürlich das Beste, Trick Room gegen Trick Room. Da geht meine Taktik super auf. Dann nehmen dann wir dich nochmal mit. Noch langsamer. Wer ist noch langsamer? Wer hat seine Pokémon noch langsamer trainiert? Oh, du hast noch 7 Sekunden. Ja. Da geht's los. Da geht's los, Verbindung wird hergestellt. Wie heißt der Mann? Dual oder die Frau? Der Teilnehmer. Der Teilnehmer. Matu gegen Dual. Die Zahlen, die daneben waren, 66, 13, also eher 66, die 13, eine Bedeutung oder? Du wählst ja am Anfang eine Zahl aus, die auf deinem Trikot stehen soll, in dem Spiel. Das war überraschend simpel als Erklärung. Das ist dann die Zahl, die jetzt auch da steht. So, okay. Der... Das ist ein bisschen schade. Hatte ich irgendwas Cooleres erwartet. Ja. So. Was war das? Psycho-Erzwinger? Was? Der Boden fühlt sich seltsam an. Ich habe quasi die Umgebung geändert. Man kann keine Attacken machen, die Erstschlag haben. Okay. Der Boden fühlt sich seltsam an, das kenne ich auch von anderen Abenden. Und eigentlich müsste ich mit dem so viel schneller sein, dass ich direkt mal versuche, da voll drauf zu ballern. Das heißt, also der hat jetzt kein Pokémon am Start, das Trick Room kann. Das heißt, eigentlich ist jetzt wieder schnellere Pokémon schneller. Und da muss ich mal gucken, was da so geht. Das heißt, dein Plan ist hier das feste Hauen, solange es geht. Ja. Er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ah, Trick Room nehme ich mal nicht mit. Ich gehe mal davon aus, ich will den Spotlight einsetzen, damit ich auf jeden Fall sein komisches Servol-Pokémon angreifen muss. Den Elefanten? Nee, Indidi. Servol ja, auf Deutsch. Ne? Macht Trick Room. Ich muss den jetzt angreifen. Ist also egal, wen ich ausgewählt habe. Ich greife einmal beide an.
Und dann kriegt er jetzt nochmal eine große Attacke auf den Kopf. So, jetzt ist der schon mal weg. Dornschild zerrissen. Knack! Und ich bin immer noch schneller, was eigentlich ganz gut ist mit beiden Pokémon. Gucken, wen er jetzt angreift. Stahl-Pokémon kann bestimmt viele lustige Attacken. Knuddler. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist mau. Das sieht gut aus für uns, ne? Ja, erste Pokémon weg ist jetzt noch nicht so spannend. Wir aber im Endeffekt muss er doch jetzt, wird er jetzt irgendein langsames Pokémon einwechseln müssen. Ja, genau. Ja. Oh, das ist Shiny. Das ist Shiny. Kannst du mal erklären, Matto, was Shiny bedeutet? Ist seltener, das Pokémon zu bekommen. Und dadurch hat er halt eine andere Farbe. Ist keine Änderung eigentlich von den Werten, ist eigentlich nur eine optische Änderung. Und wie bekomme ich so ein Shiny? Boah, da müsste ich ein eigenes Tutorial zu machen eigentlich. Gibt mehrere Methoden. Ja. Entweder findet man das ganz zufällig, wenn man gegen Pokémon kämpft, auf einmal ist ein Shiny. Die andere Möglichkeit, die es gibt, ist gezielt das zu züchten. Da empfehle ich euch natürlich erstmal den Pokédex vollzumachen, weil dann die Wahrscheinlichkeit auf 1 zu 512 sinkt, Shiny-Pokémon zu kriegen. Also man brütet schon ordentlich für Shiny-Pokémon. Okay, ja, vielleicht kannst du wirklich ein kurzes Tutorial dazu machen. 1 zu 512 ist die gute Wahrscheinlichkeit? Das ist die gute Wahrscheinlichkeit. 1 zu 4000 ist die Standardwahrscheinlichkeit. Oh! Wie stark... Deshalb habe ich kein Shiny-Pokémon übrigens. Ja, genau deshalb. Zurück zum Kampf. Also, du bist jetzt mit deinem Rihorn im Dynamax, das heißt, es ist groß, hat stärkere Attacken. Wie lange bleibst du groß? 3 Runden. Könnte sein. Ja, der ist echt stark im Zuschlagen. Ja, wird auf jeden Fall mehr als 50% Schaden gemacht, ne? Ja, der ist auch halt ein sehr harter Hitter, weil der sehr langsam ist. Okay. Und er hat auch noch ein Item dazu, jetzt haben wir gesehen, der hat ein bisschen Kraftpunkte verloren. Liegt daran, dass der einen Lebenorb bei sich trägt. Ein Lebenorb sorgt dafür, dass der immer nach jedem Angriff ein bisschen Kraftpunkte verliert, dafür aber stärker zuschlagen kann. Hm. Okay. Jetzt ist die Frage, will ich noch ein bisschen Chip-Damage damit reindrücken für den Grimmsnarl? Ja, Grimmsnarl kriegt ein bisschen was ab. Ja, Chip-Damage klingt perfekt. Immer chippen. Würde ich jetzt auch genauso machen. Ja. Klar, ich auch. Ein bisschen kleinen Schaden verursachen, damit der schon mal ein paar Lebenspunkte verliert. Da kriegt er was ab. Oh, schon noch ganz schön gescheppert dafür, dass wenn du es drauf hast. Der macht einen Durchbruch, sehr effektiv. Da war nicht so viel. Der Erdschuss wird wahrscheinlich zu. Ja, jetzt knallt's. Hoffe ich einfach mal, dass der ihn wegkriegt. Knallt, ja. Darf ich sagen? Mach das! Knack! So, den nächsten haben wir auch. Wenn ihr gerade Zuschauer fragt, warum sagen die Knack? Ich hab keine Ahnung. Ich bin so instruiert, den Knack zu sagen. Ich weiß nur, immer bei Dungeon Keeper 2, wenn wir den Helden besiegen, dann macht es mal laut. Knack! So, ja. Mal gucken, was er noch hat. Das ist ein sehr langsames Pokémon. Immer noch gut für uns. Immer noch gut für uns. Mein Dynamax ist vorbei. Genau, das ist das Feuer-Shiggy. Mein Trick Room ist vorbei. Egal, mein Trick Room ist vorbei. Mein Dynamax ist vorbei und mein Gegner kann keinen Dynamax mehr machen, weil er seinen schon aufgebraucht hat quasi. Das heißt, ein Dynamax pro Kampf. Genau. Und dann für 3 Runden. Und jetzt haue ich mein Erdbeben raus, damit verletze ich mich zwar auch selber, aber ist eigentlich die stärkste Attacke, die ich jetzt machen kann. Der drückt noch mal ein bisschen Schaden rein. Ja, der ist ja sowieso schneller und wahrscheinlich wird er eh... Es kommt Gewissheit, was auch immer Gewissheit macht. Ah, der macht mich kaputt, was gar nicht schlecht ist. Umso besser. Jetzt habe ich nämlich nur 3 Ziele, das heißt, anstatt 3 Ziele, 2 Ziele. Das heißt, die Attacke macht auch noch mehr Schaden. Ist es so? Ja, das ist so. Ah, Grimmsnarl hat überlebt. Jetzt kommt der Solarstrahl. Jetzt bin ich gespannt, was da noch so kommt. Der Solarstrahl wird mich auf jeden Fall aus dem Leben hauen. Okay. Und jetzt doch noch ein bisschen ernster. Ah, hau mich doch nicht aus dem Leben. Wenn ich jetzt an meine Pokémon-Erinnerung denke, an Pokémon Rot und Blau. Ja. Da musst du Solarstrahl mal eine Runde aufladen. Warum muss das hier nicht passieren? Dadurch, dass
sagen wir mal Feuer-Shiggy, nennen wir es mal so, aufs Feld kommt, hat er die Fähigkeit, Sonnenlicht zu erzeugen. Sonnenlicht sehen wir jetzt einmal hier in den Infos. Sonny, Sonne ist noch 4 Runden aktiv. Feuerattacken werden stärker, Wasserattacken werden schwächer und weil die Sonne scheint, kann man Solarstrahl sofort einsetzen. Okay, also hat er auch eine Taktik mit dem, auf dem Boden. Man kann also auch verschiedene Zustände im Feld überlagern. Trick Room läuft parallel zu deinem zu deinem Sonnenstrahl. Ganz genau. Das Durchbruch würde ich mich jetzt kaputt hauen. Ja. Ja gut. Alles hätte ich jetzt kaputt gehauen. Alles hätte mich jetzt kaputt gehauen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich... Ah, ich bin schneller als er, das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann vielleicht gleich nochmal eine Attacke setzen. Das ist ja ordentlich jetzt. Kommt du hast noch ein Pokémon, Schaden. Oder? Ich habe noch ein Pokémon, aber das ist sehr, sehr langsam. Der hat sich jetzt eine Beere reingehauen, das heißt, der lädt sich auch ordentlich wieder auf. Ja, so der Solarstrahl absorbiert Sonnenlicht, ist natürlich eine sehr starke Attacke und ich habe defensiv nicht viel zu bieten mit dem Pokémon. Kann also sein, dass er das ganze Spiel jetzt noch dreht. Ah, gar nicht mal so. Nix. Okay. Kann mir mal einer erklären, warum das Feuerschicken eine Pflanzenattacke macht? Das ist eine spannende Frage. Glua kann auch eine Pflanzenattacke, kann auch Solarstrahl, fragt mich nicht warum. So, dieses Pokémon, was ich jetzt habe, ist sehr, sehr langsam. Aber es ist doch super anfällig gegen Feuer, oder? Es ist super anfällig gegen Feuer. Und ich bin gespannt, ob der jetzt eine Feuerattacke auf mich setzt, um mich einfach aus dem Leben zu hauen. Oder ob der weiterhin auf das andere Pokémon geht. Ich mache mal ein Schutzschild, dann würde ich jetzt keinen Schaden kriegen von der nächsten Attacke. Und dann kann Sillebrim ihm noch einen guten Schlag verpassen. Genau, weil ich ja mit dem überraschenderweise schneller bin. Und er hat noch einen KP. Lebt er noch? Der ist noch da. Genau. Aber oh, Eruption, sehr gut. Ja, guck, hast du gut antizipiert. Ja. Eruption ist eine Attacke, die greift beide an, aber macht genauso viel Schaden, wie viele Lebenspunkte man hat. Da jetzt nur noch einen Lebenspunkt haben wird, ist das jetzt nicht das so spannend für ihn gewesen. Ja, und dann haben wir doch den Sack im Beutel jetzt. Den Sack im Beutel, genau. Können wir die Katze aus dem Sack lassen. Kampf wurde aufgegeben, er wollte nicht sein Pokémon noch besiegen lassen. Keine Kringelaugen für das Pokémon. Ja, hervorragend, erstes Spiel gewonnen. Erstes Spiel gewonnen, genau. Machen wir noch eins oder sagen wir. Und das ohne Trick Room. Das ohne Trick Room, gegen ein anderes Trick Room Team. Wollen wir noch eins machen oder sagen wir, das reicht uns für heute? Nein, eins wollen wir noch sehen. Eins machen wir noch. Ein Kampf ist Zufall, zwei ist eine Serie. Okay, hoffe ich mal, dass es auch eine Serie wird jetzt. Ja, ich krieg jetzt auch viele Punkte, weil ich eine Serie gerade am Start habe. Aber wir brauchen unbedingt jetzt den Trick Room. Sonst glaube ich dir nicht, was du da erzählt hast. Ja. Ist die Superball-Klasse die Liga, die du gerade spielst quasi? Das ist die Liga, die ich spiele, genau. Wie Superball ist das? Geht los mit gar keiner Liga, dann kommt die Pokéball-Liga, Superball, dann gibt es genau eine Stufe, das ist Stufe 10, das ist die Hyperball-Liga und dann kommt die Meisterball-Liga. Und das Team ist recht schnell unterwegs, das heißt, Trick Room könnte ganz witzig werden. Ah, schön. Ich sehe einen. Mit Feuer-Pokémon bin ich auch ganz gut dabei. Das heißt, wir starten mal mit ihm hier, um Sachen abzulenken. Er ist auch dabei. Das könnte ganz gut klappen. Wie hast du die Pokémon jetzt ausgewählt? Nach Effektivität gegen die Gegner eigentlich. Was ist effektiv wogegen? Okay. Das ist das so. Hab ich verstanden. Ja, ich habe jetzt gesehen, der hat Sinn. Hochgradig Sinn. Ich könnte jetzt auch die schlechtesten mitnehmen, ich nehme aber auch oft meine Lieblinge mit. So, das heißt, so Typen, du achtest jetzt auf Typenanfälligkeit genau. Quasi. Jetzt könnte es ein bisschen knapp werden. Weil also das Lapras, behaupte ich mal, ist auch ein Shiny, weil es nicht so komisch lila genau, sein soll. Genau, die sind beide Shiny. Ja. Die sehen beide richtig ungesund aus. Die sehen beide richtig ungesund aus. Könnte das heißt, jetzt der sein. Der Gegner hat viel, viel Zeit investiert, das so zu bekommen. Genau. Okay. Also es gibt wir, was die Leute, die das live auf Twitch machen. Die sind dann manchmal so 5 Stunden online, bis dann das Shiny kommt. Wow. Okay. Das klingt herausfordernd. Wir hoffen jetzt, weil unsere Strategie baut ja voll auf Trick Room auf, also Bizarro-Raum, dass wir den auch hinkriegen.
Problem ist, dass Excadrill Erdbeben kann. Damit trifft er beide Pokémon und er könnte mich mit einem zerlegen. Okay, das heißt, wir hoffen jetzt einfach, die ersten Attacken von ihm auszuhalten. Genau. Er wird jetzt mit einer Eisattacke, Dynamax Eisattacke starten. Labras sorgt dann dafür, dass sich so ein Aurora-Schleier aufbaut. Der sorgt dann dafür, dass meine Attacken nur noch halb so stark sind. Aber da habe ich auch schon einen Plan. Ja, das ist. Aber Krabi ist vorbereitet. So, Eisenschädel kommt, der würde mich. Ach, falls ehrlich, wechsel ich mich gar nicht mal so krass, wie ich dachte. Jetzt kommt die Melodie. Und die Melodie sorgt dann dafür, okay, dass jetzt dieser Schleier sich aufzieht, genau. Okay, also hat dein linkes Pokémon beide Attacken gefressen. Genau. Aber dein Bizarro-Raum kommt jetzt durch. Genau, hat abgelenkt. Jetzt kommt der Bizarro-Raum. Eigentlich würde die Eisattacke jetzt auch dafür sorgen, dass es schneit, aber weil diese Attacke halt diesen Schleier aufzieht, passiert erstmal gar nichts. So, jetzt muss ich mal gucken, von Effektivität her, was sinnvoll wäre. Der kann natürlich viele coole, witzige Sachen. Er sorgt dafür, dass die Sonne kommt, Wasserattacken werden schlechter. Ich glaube, den nehme ich doch mal. Ja, nimm den Feuerschiggy. Ja, der kann was. Der ist klein und rund. Der ist klein und rund. Und der kann Solarstrahl. Und der baut jetzt natürlich ein bisschen darauf auf, dass sein Schutzschild ihn gut schützt. Ich hau mal einen Solarstrahl auf ihn. Kann dein Schiggy auch Solarstrahl? Ja, mein Schiggy kann auch Solarstrahl. Und ich habe hier eine Kampfattacke und die Kampfattacke sorgt dafür, dass dieser Schleier einfach durchbrochen wird und einfach nicht mehr da ist. Ja, dann hauen wir das direkt das drauf. Das klingt gut. Immer drauf. Jetzt wird geregelt. Leider war der sehr langsam. Okay. Also, da hat Labrach nicht so viel kassiert. Nee, der ist auch nee, das sehr... hat mich jetzt gerade nicht überzeugt. Der ist wahrscheinlich auch extrem darauf trainiert, dafür hat der ganz schön kassiert. Von einer Attacke, von dem er eigentlich gar nicht so stark ist. Hier kommt die Flut. Die wird mich jetzt auch wahrscheinlich komplett raushauen. Oh ja. Oh. Der zweite Kampf sieht nicht so gut aus für uns. Nee. Aber ist es nicht auch irgendwie mehr oder weniger Glück, welche zwei Pokémon man am Anfang auswählt? Ja, ist ja auch Teil der Strategie. Ist ja auch Teil der Strategie zu gucken. Also ist auch so ein bisschen Mindgame. Genau. Okay. So, Greenhorn kommt jetzt mal dazu. Greenhorn, für alle Leute, die so dumm sind wie ich in Sachen Pokémon, die noch mit der Originalserie aufgewachsen sind, der gehört ganz klar zu Team Rocket. Und es ist ja auch gar kein Greenhorn, ne? Es ist dann ein. Was ein ist das? Greenhorn, ja. Ja, aber Pee-Wee auf Englisch. Ich bin für den englischen Namen fitter. Jetzt gucken wir mal, je nachdem. Aber das weiß ich noch, der 8. Arena-Ort, direkt vor der großen Liga. Das war der Team Rocket-Typ. Und den hast du weggekriegt. So, mit meinem Turtok damals, das war noch fein. Wir hoffen mal, dass wir den jetzt mit dem Schlag kaputt kriegen. Nein, der bleibt mit mir. Und das Gewitter. Ah, guck mal, Blav, was das Gewitter abkann. Er macht den Holz nicht. Auch nicht. Das ist ganz hart. Das ist ja super bitter an der Stelle. Ja, ansonsten wäre es ja schon, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Sonst wäre es anders ausgegangen. Müssen wir richtig einstecken, glaube ich. Jetzt kriegen wir die Melodie wieder ab. Eisattacke. Dabei wollen wir gar keine Melodie. Nein, das eigentlich nicht. Und der wird jetzt auch nochmal angreifen. Gespannt wen. Der setzt wieder den Schleier auf. Eisenschädel. Schleier ist ja Quatsch. Oh. Das ist ja ein. Jetzt geht noch was, ne? Jetzt könnte noch was. Oh, der ist sogar hops gegangen. Der ist hops gegangen. Der hatte Lebenorb dabei, das heißt, er hat sich selbst ein bisschen Schaden zugefügt. Haben wir eine Chance, Matu, oder sind wir schon durch? Was hat er denn dabei? Steine. Steine. Weißt du, was für ein Geräusch kommt, wenn Steine auf den Boden fallen? Ich bin gespannt. Knack! Hast du jetzt gerade einen Stein fallen lassen? Nein, ich hab keinen Stein fallen lassen. Ich hab zufällig gerade keine Steine hier. Tatsächlich liegt hier bei mir ein Stein. Bitte. Ja, versuchen wir mal so.
Was hältst du denn auch vor? Ich versuche jetzt wieder diesen komischen Schleier wegzukriegen. Problem ist, dass Konkel deine Erstschlagattacke kann. Tempo wird er mich wahrscheinlich sofort aus dem Leben nimmt, genau. Auch noch. Aber der nimmt dich nicht, also die Pokémon, die leben nachher weiter. Die leben nachher weiter. Ich wollte gerade sagen, liebe Kinder, sagt uns, Leben nimmt, die Pokémon, die schlafen nur. Die schlafen. Ja. Und die haben dann nur komische Augen. Genau. Dann ist Lapras auch hinüber. Lapras ist auch hinüber. Also ja, noch ein also Pokémon ist. Das sind jetzt die beiden letzten, die noch da sind. Das sind die beiden letzten, die er jetzt hat. Ich muss mal gucken, was ich da noch so machen kann. Könnte ganz schön eng werden. Boah, der ist auch shiny. Der ist auch shiny. Mann. Welche Farbe müsst ihr normalerweise haben? Der ist rot. Der ist eigentlich mit rot mit dabei. Mal gucken, wie lange ich noch Bizarro-Raum habe. Letzte Runde. Mal bin ich noch schneller. Gucken, wie wir den hier so mal ein bisschen Schaden zufügen können. Gar nicht. Na, das nicht war so, nicht so viel. Nee. Ist jetzt auch doppelt so stark. Aber für Doppel war es recht relativ mau. Ja, relativ mau. Findest du auch natürlich sehr effektiv. Das zu sehen. Tja, da hat es uns zerfetzt. Da hat es uns zerfetzt. Ja. Das war eher suboptimal. Toni hat es gepackt. Toni, Glückwunsch, Toni. Ja. Oh, da ist jemand ein guter, fairer Sportsmann. Das heißt. Quintessenz, das haben wir jetzt gelernt. Bizarro-Raum macht langsam Pokémon schnell. Ja, das haben wir oder gelernt. Oder vielmehr dreht die Reihenfolge um, wie es mehr dran ist. Jetzt können wir nochmal gucken, und die sind alle shiny. Wir haben gelernt, Toni ist gut. Toni war gut. Toni hat das genau richtig gespielt. Der ist auch shiny. Der ist auch shiny, mein Gott. Aber die sind auch bunt durchgemischt. Kommt aus aller Herren Länder. Aller Herren Länder? Wie siehst du das denn dran? Englisch und Spanisch. Sie steht oben rechts. Okay. Ah, ich sehe auch. Das heißt, Toni hat auch Freunde, den er überall tauschen kann. Genau. Überall. Und was? Ja, Matu, sehen wir denn bald jetzt noch mehr Videos von dir? Wenn die Community das möchte. Wir fragen mal, ob Ditto da Bock drauf hat. Okay. Dann die Community. Würde ich alle sagen, unsere Fans. Das war's erstmal für heute und wir machen bei Bedarf natürlich gerne weiter. Ich fand es ganz lustig mit euch beiden. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr erklären. Auf jeden Fall. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss.